Und ich frage nach bei meiner Kollegin Katrin Schmidt in Rio. Also, Da Silva will den Kampf gegen Hunger und Armut bei diesem Gipfel ja in den Mittelpunkt stellen. Wie viel Rückhalt bekommt er dafür von den anderen Ländern? Also er bekommt, können wir jetzt sagen, maximalen Rückhalt von all den anderen für sein Herzensprojekt. So muss man es ja wirklich sagen. Der Kampf gegen den Hunger, das ist das, wofür Lula da Silva steht. Er ist ja selbst in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen und betont auch immer, er selbst habe Hunger gelitten. Und dann hat er in seiner gesamten politischen Karriere eigentlich dagegen gekämpft und kann ja wirklich auch in Brasilien aus seinen ersten beiden Amtszeiten Anfang der 2000er Jahre große Erfolge in diesem Thema vorweisen. Und genau das möchte er jetzt eben auch auf die globale Bühne heben, und er durfte eben, ungefähr eine Stunde ist es her, verkünden, die globale Allianz gegen den Hunger ist also feierlich gegründet. 81 Länder machen da jetzt mit, und gerade eben haben wir auch den Bundeskanzler hier hören können, und Olaf Scholz sagte, er sei also auch wirklich sehr stolz, dass Deutschland das erste Land sei, das im Vorfeld schon seinen Beitritt oder seine Zustimmung da signalisiert hat, und dass man jetzt auch der zweitgrößte Geldgeber sein wird, also vermutlich nach den USA, für diese Allianz, die eben ein ganz, ganz großes Ziel hat, und das lautet, den Hunger in der Welt bis 2030 quasi abzuschaffen. Geld ist das eine. Welche weiteren Lösungsansätze werden da diskutiert? Ja, also es kommt natürlich wirklich sehr entscheidend auf die Details an, denn klar, das ist keine neue Idee und es ist eine unglaublich große Herausforderung, das sagen ja schon die Daten. Also wir wissen ja aus dem globalen Hungeratlas, dass der Hunger auf der Welt in den vergangenen 5 Jahren eher noch deutlich zugenommen hat, auch pandemiebedingt und viele andere Gründe. Also die Herausforderung ist riesig, da geht es nicht um Geld allein, aber natürlich in erster Linie schon. Diese globale Allianz soll deshalb so eine Art Plattform sein, auf dem die Finanzen starken Länder, die mitmachen, eben vor allem finanziell beisteuern, und andere Länder aber eben, ich sag mal, Erfahrungswerte, Best-Practice-Beispiele einstreuen. Da geht es vor allem um Brasilien, weil da gibt es die allermeisten. Also da geht es zum Beispiel um Geschichten wie, dass es jetzt konkret Projekte geben soll, die kleinbäuerliche Betriebe einbindet in den jeweiligen Ländern, um Schulkantinen Essen, Mensa-Essen bereitzustellen. Das nützt sowohl den einen, den kleinbäuerlichen Betrieben, als auch den anderen, eben den Kindern. Man hat das konkrete Ziel, dass in den kommenden 3 Jahren die Zahl der Schülerinnen und Schüler weltweit, die von Schulessen profitieren, verdoppelt werden sollen. Das ist eine Sache. Eine zweite Sache ist zum Beispiel, damit hat man in Brasilien sehr, sehr gute Erfahrungen, dass Transferleistungen an ärmere Familien ganz konkret an den Nachweis von Schulbesuch und Gesundheitsversorgung gekoppelt werden. Also das sind ein paar konkrete Beispiele, und dennoch die Herausforderung bleibt natürlich riesig. Nun gehört es zu lang vorbereiteten Gipfeln ja auch, dass sie aktuelle Themen in den Vordergrund schieben. Zum Beispiel der Angriff Russlands auf die Ukraine. Wie wurde damit heute umgegangen? Also offiziell gar nicht. Es steht nicht auf der Tagesordnung. Aber wir stellen schon fest, dass allen voran US-Präsident Joe Biden hier auf seinen letzten Metern sozusagen im Amt da nochmal richtig Druck macht. Einmal natürlich eben durch den, man muss immer noch sagen, mutmaßlichen Vorstoß von gestern, wo er also der Ukraine ja erlaubt haben soll, weitreichende Waffen auf russischem Gebiet einzusetzen. Das ist das eine, was die anderen hier unter Druck setzt. Und er hat sich hier auch nochmal ganz konkret geäußert und gesagt, ich wünsche mir, dass wir da geschlossener und positionieren. Das ist also der Druck, den er macht, dass dieses Thema auf die Abschlusserklärung kommt. Das wollte eigentlich Lula da Silva ursprünglich verhindern. Er wollte das Thema eigentlich aus Rio raushalten. Brasilien sieht sich da ja neutral und sagt, das ist nicht der richtige Ort. Aber das wird wahrscheinlich so nicht laufen können. Also es gibt viel Druck, dass man das in die Abschlusserklärung aufnimmt. Wie das der Bundeskanzler sieht, darauf hat er sich eben gerade hier nicht ganz konkret geäußert, aber er hat zumindest durchblicken lassen, ist ja auch sehr interessant, auch für die deutsche Debatte, dass er keine andere Haltung einnehmen wird, was den Einsatz weitreichender Waffen anlangt. Darauf haben ja auch viele gewartet. Äußert sich der Kanzler da jetzt vielleicht in einer anderen Nuance nach dem Biden-Vorstoß? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schauen wir mal weiter. Welche weiteren Themen sollen besprochen werden bei diesem G20-Gipfel?
Also es geht natürlich auch nochmal ums Klima, so ist es ja auch vorgesehen von der Agenda her. Und man muss auch sagen, da kommt auch nochmal richtig Druck hier rein. Der kommt vor allem aus Baku, wo am Klimagipfel ja die Verhandlungen so ein bisschen in Stocken geraten sind und wo gestern quasi nochmal Hilferufe Richtung Rio gesendet wurden, auch vom UN-Generalsekretär Guterres, der sagte, wir brauchen jetzt dringend ein politisches Signal, auch der ja, wichtigsten Staatenlenker, die nun mal alle jetzt hier in Rio sind, damit wir Fortschritte überhaupt noch erzielen können. Und wir hören jetzt hier aus Verhandlungskreisen, dass da womöglich bald etwas verkündungsreif wird, was eben stärkere Finanzzusagen im Kampf gegen den Klimawandel angeht, was vielleicht auch in die Richtung geht, die hier sehr vehement gefordert wird, dass auch andere Länder, und da zählt auch Brasilien dazu, sich künftig eher als Geber in dieser Geschichte betrachten. Aber noch wissen wir da nichts Konkretes. Und wie immer natürlich auch die Frage nach möglichen Resultaten, zum Beispiel einer Abschlusserklärung. Was ist da zu erwarten? Also ein Resultat haben wir ja heute schon Haken dran machen können. Der Kampf gegen den Hunger, diese Gründung der globalen Allianz, das ist, Lula, das Wichtigste und das hat er auf der Habenseite, das wird in der Abschlusserklärung stehen. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass wir auch einige Kleinigkeiten, mindestens, wenn nicht größere Sachen in Sachen Klimaschutz da drin stehen haben werden. Das wird sich jetzt zeigen, vielleicht noch im Laufe dieses Abends. Und dann wird scharf gerungen, wie so häufig, um die Themen zum Beispiel Nahost. Eigentlich hat man auch vor, dort eine gemeinsame Erklärung hinzubekommen, die alle Seiten aufruft, da nicht zu eskalieren. Ich sage es jetzt mal so grob, da hören wir jetzt vom Bundeskanzler, dass er sagt, ich bin eigentlich noch nicht zufrieden mit dem, was da vorgesehen ist. Er möchte klarer benannt haben, die Ausgangslage am 7. Oktober vergangenen Jahres. Also da wird noch hart gerungen. Ich bin nicht sicher, ob es das wirklich auf die Abschlusserklärung schafft. Genauso eben, wir sprachen gerade drüber, ob das Thema Ukraine-Konflikt dort seinen Platz finden wird. Das werden wir morgen sehen. Katrin Schmidt, ganz herzlichen Dank nach Rio de Janeiro für diese Information und Einschätzung vom G20-Gipfel.